Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Crafter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr Lieben, hier geht's direkt weiter mit dem Aufbau unserer Seebasis. Ich habe das nächste Baumaterial vorbereitet. Ich hoffe, diesmal hält's etwas länger und ein kleines Stück habe ich auch nochmal hier weitergebaut. Jetzt haben wir hier oben schon mal vernünftig unser Lager auch in die Basis integriert. Das da draußen war ja nur ein improvisiertes Lager auch wieder. Das ist komplett abgerissen und jetzt, wenn wir hier oben durchkommen, kommen wir als erstes, wenn wir durch unseren Glasgang laufen, erstmal hier vorne in unser Lager. Da haben wir jetzt für alles an Grundressourcen ein paar Schränke vorbereitet. Hier habe ich erstmal vier Eisenschränke, dann haben wir zweimal Titan, zweimal Magnesium, Silizium, Kobalt, Alu und einmal Iridium und Uran so ein bisschen. Der Rest an Lager, was wir noch brauchen, kommt dann daran, wo wir unser Biolabor aufbauen. Jetzt geht es hier ein kleines Stück weiter, dann kommt erstmal unser kleiner Crafting-Bereich. Wir brauchen ja hier jetzt nicht so viel. Es reicht eigentlich im Grunde, wenn wir die verbesserte Werkbank hier aufstellen und ein, zwei von den Monitoren dann dahin vernünftig hinhängen. Ihr Lieben, dann zu dem Punkt hier mit unseren Baumsaatstreuern. Die haben das extrem angeschoben. Ich habe mich letztes Mal nur um eine Stelle verguckt. Wir sind von 675.000, die wir hatten, auf 5.033.000 gestiegen gewesen letztes Mal. Das heißt, und zwar auch sofort. Die brauchten also nicht bei 100% sein. Schon das Aufstellen der Baumsaatstreuer und das Reinpacken der Saat hat sofort funktioniert. Ich habe mich eben nur verlesen. Und jetzt habe ich nochmal zwei Raketen hochgeschickt. Jetzt sind wir bei 6 Millionen 111.636. Also unglaublich. Zwei Baumsaatstreuer von 675.000 auf 5 Millionen. Sehr gut. Deswegen sind wir auch jetzt sehr nah dran, das Rezept für den Pulsarquarz zu haben. Dann können wir auch mit den Teleportern arbeiten. Aber jetzt geht's erstmal so. So, und jetzt hier draußen sind dann unsere Extraktoren weiterhin noch. Da sind nochmal welche dazugekommen. Und hier hinten jetzt einfach mal so eine Reihe Schränke hinter die Extraktoren für Baumaterial. Und ein bisschen was an besonderem Material habe ich noch von zu Hause mitgebracht. So, auf geht's. Wir brauchen zuerst mal ein bisschen Eisen. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe jetzt mehr vorbereitet als man. Also ich habe auf jeden Fall mehr vorbereitet. Ich hoffe, es hält jetzt auch mal ein bisschen länger. So, Titan brauchen wir ein bisschen. Und ich weiß, ich brauche mal ein bisschen Kobalt. Wir brauchen auch ein bisschen Kobalt. Dann gucken wir aber von außen erstmal. So. Aber mir gefällt das so schon super gut. Gerade abends sieht es jetzt schon toll aus. Wenn man sich vorstellt, hier kommen jetzt auch noch die Lichter dann immer hin. Mal gucken, ob wir nur innen, nur außen jetzt hier Lichter aufstellen und in den im Gang vielleicht gar nicht so viel. Müssen wir mal sehen. So, und jetzt von der Seite müssen wir auch mal gucken. Ich hatte mir überlegt, dass wir, genau, wir müssen noch einen weiter raus. Und jetzt haben wir genug Platz, dass wir hier, ich wollte sagen, einmal links und einmal rechts anbauen können. So. Und das wäre dann, das reicht ja im Grunde schon. Hier können die Bildschirme hin, hier kann die große Werkbank ganz alleine stehen. Und mehr brauchen wir hier erstmal nicht. Besonders wenn wir Teleporter haben, dann wird's, können wir sowieso ja im Notfall zwischen den Basen hin und her springen. So, das heißt, hier wäre das so. Noch eins passt hier. Nee, das geht nicht. Aber das geht. Ja, einfach nur, weil es passt und weil es vielleicht gar nicht schlecht aussieht. Müssen wir Luft holen. So. Das ist das. Das heißt, müssen wir nochmal das Glas einsetzen von drinnen. Und sobald wir dann richtig raus ein Stück weiter, kann man ja links und rechts dann mehr Platz. Da kommt dann, habe ich mir überlegt, mal sehen, wie es aussieht auf der Seite hier drüben. Das Biolabor hin mit nochmal einem kleinen Lager fürs Biolabor. Und in die andere Richtung hier vorne bauen wir unseren, versuchen wir diesen ersten, wie ich mir das vorstelle, diesen ersten Biodomturm. Oh Leute, ich bin gespannt. So, das ist das. Das sieht doch auch gut aus hier. So, und jetzt müssen wir überlegen. Wir brauchen ja hier wirklich nicht viel. Das heißt, wir könnten hier auch theoretisch weiter mit Glas arbeiten. Hier auf jeden Fall. Jetzt überlegen wir mal kurz. Wir stellen jetzt hier die, oder hier an die hintere Wand vielleicht, und dann machen wir hier außen weiter mit Glas. Ja, das passt gut. Jetzt kommt einfach die Werkbank hin, die größere, und hier drüben machen wir kein Glas, weil wir kein Kobalt haben. Und hier kommen dann die Bildschirme hin. Wir hängen nur die beiden größten auf. Also nur die, wo wir halt jetzt eben den Terraforming fortstehen und einmal, wo wir sehen, auf welcher Stufe wir sind. Sprich, wie weit wir mit den Insekten dann voran sind. So, okay, das ist doch gut. So machen wir das. Das heißt, du kannst eigentlich schon mal gleich mitkommen von hier vorne, weil das bleibt auch nicht hier. Ach so, stimmt. Und den wollte ich eigentlich auch in dem Bereich aufstellen, den Schrank.
wo wir so ein paar kleine Vorräte haben. Aber nein, es kann ans Biolabor mit ran dann. Wir brauchen hier auf jeden Fall natürlich auch einen Nahrungszüchterbereich, ganz klar. Am See hier. Wir müssen mal gucken. Das wird alles ein bisschen entschieden, während wir das bauen, wo hier noch was hinkommt. Der Bildschirm... können wir die so hoch hängen, dass das noch passt, dass die Werkbank hier vorsteht? Die ist natürlich ziemlich hoch, ne, dieser Kasten. Ich schätze, das geht nicht auf. Probieren wir mal aus. Das wäre natürlich gut. Da könnte man die beiden großen Bildschirme da trotzdem noch so oben drüber hängen und die große Werkbank unten drunter. Ah, ich hoffe, die ist zu hoch, gehe ich von aus. Das wird wahrscheinlich nicht passen. So, Prost! Und ein bisschen was essen. Ein paar Vorräte haben wir ja hier schon, weil der Vorratsschrank muss da ja noch in den Bereich, wo unsere Werkbank steht. So, für die Werkbank brauchten wir auf jeden Fall 3 Aluminium. Was noch? Magnesium, Silizium. Magnesium, Silizium haben wir hier gar nicht draußen eingelagert. Aber mit Sicherheit hier. Oh, das war einmal daneben gegriffen. Silizium, Magnesium und 3 Alu. Alu haben wir drin. Sonst haben wir alles. Alles klar, 3 Alu. Lass mich los. Das ist auch so gut hier. Die verändern übrigens immer noch ihre Position nach jedem Speichern und Laden die Bäume, aber macht nichts. Das ist wie mit den Grasbüschen, hier ist das alles hier. Weil der ganze Planet war ja wüstig ursprünglich, waren das alles mal Wanderdünen. Und das hat sich halt eben auf die weitere Flora jetzt übertragen. Das heißt, jetzt haben wir von Wanderdünen zu Wandergrasbüscheln, zu Wanderkräutern, zu Wanderbäumen. So ist das. Auf diesem Planeten. Das ist völlig normal. Das gehört absolut dazu. So, wir wollten die Werkbank aufstellen. Und zwar so. Die ist... Ach so, 3 Alu müssen wir erstmal aus dem Schrank nehmen. Einmal zurück. Ah, die wird zu hoch sein. Die wird leider zu hoch sein. Das wird so nicht funktionieren. 1, 2, 3. Ah, das wäre natürlich dann optimal. Dann könnten wir das gleiche kombinieren. Eine Werkbank und Bildschirme. Und hier drüben könnte man hier dann trotzdem die Schränke aufstellen für Vorräte und könnten hier immer noch eine Glaswand reinpacken. Wunderbar. Weil die Monitore kann man leider nicht an eine Glaswand hängen. Das könnte man ja auch hier das Abteil so ein bisschen abtrennen. Nochmal. Und die Bildschirme gegenüber aufhängen. Okay, wir gucken. Oder wir stellen da die. Ja, das will ich aber eigentlich auch nicht. Da blockiert es den ganzen Weg darüber. Das ist auch nicht so schön. So, wenn die jetzt hier stehen würde. Naja, obwohl... Oder wir packen sie wirklich dann richtig mittig da rein. So einigermaßen. So. Ah. Was ist denn... Das ist gut. Das lassen wir so. Alles klar, dann haben wir das. Super, dann können wir hier Schränke hinpacken. Und hier einmal Glas. Jetzt die Frage, weil die Schränke versinken ja nicht so richtig. Wir könnten eigentlich auch hier Glas machen. Dann könnten wir die ein bisschen weiter nach hinten verschwinden lassen, die Schränke. Oder wir lassen die hier verschwinden und machen das hier drüben genauso wie da und teilen den Bereich eben so ein bisschen ab. Eben hier dann mit unseren Schränken. Hier so reinkommen würde. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Vor allem, wenn man hier drüben noch Platz hat, könnte man sogar hier trotzdem noch alle Bildschirme auch in dem Bereich aufstellen. Stellen wir hier drüben die Schreibtische auf und haben dann hier in der Basis auch alle Monitore. Ja, das gefällt mir gar nicht so schlecht. So machen wir das. Ja, so machen wir das. Holen den zweiten Schrank von vorne, der kommt daneben. Das sieht gar nicht schlecht aus, können wir so lassen. Das passt. So, vor allem die Eckabteile sind sowieso eigentlich mehr. Habe ich die mehr angebaut, weil ich finde, dass das von draußen ganz gut passt. So, hier zwischen ist einmal, ne, weil da unten ist einmal eine Stützpfeiler eingebaut, genau da, wo es aufgeht. Wir müssen immer abzählen. Irgendwann zwischendurch geht es auf jeden Fall immer einmal auf, dass der wieder genau unter so ein Wohnabteil passt. So unser Fundament. Das heißt, du kommst jetzt hier hin. So. Das heißt, hier kommen einfach erstmal Vorräte rein. Sehr gut. Okay, dann geht's draußen weiter. Wir brauchen viel Eisen, viel Titan. Gehen wir erstmal an die Schränke, die draußen vorbereitet sind. Kommen auf jeden Fall ein Stück weiter diesmal. Und wie war 168, Leute.
Nur noch ein kleiner Tick, dann können wir Pulsarquarz herstellen. So, das alles raus. Das alles raus. Moment, das war der falsche Vorsatz. Im ersten Schrank muss aber noch Eisen drin sein. Dann brauchen wir auf jeden Fall auch wieder ein bisschen hier und ein bisschen Kobalt. So. So schon gut. Mal gucken, wo es hier wieder aufgeht. Wie viel haben wir denn immer freigelassen? Inzwischen 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wäre der hier? Ist nicht ganz richtig. Dann vielleicht ja dann die. Ja. Super. Und da ist auch da, wo kein Glasboden drin ist. Obwohl, da könnte eigentlich schon wieder einer. Das gehört noch mit zu dem Bereich hier. Ist noch hier unter der Ecke. Das heißt, hier geht es dann wieder mit Glasböden weiter und Glaswänden. So. Nächster. Sollte wie viel Abstand lassen wir hier? Wir könnten jetzt schon hier rausgehen. Und dann könnte hier nämlich der Bereich fürs Biolabor rankommen. Und noch ein Lager dazu. Ja, das ist gut. Entweder direkt jetzt schon hier ran. Das Vierer Bierlabor. Unser Bierlabor, ganz wichtig. Da wird die Maische kontrolliert, ob auch alles gut ist in unserem Bierlabor. Ah, super. Ja, das neue Bierlabor ist da. Wird überprüft, ob die Qualität auch wirklich gut ist. Ob auch das Reinheitsgebot und alles einhalten. Das wird hier ganz, ganz akribisch analysiert. Ah, in unserem Seebiologischen Institut. Damit wir, wenn wir draußen dann schön am See sitzen, auch vernünftig was zu trinken kriegen. So, okay. Das haben wir auch schon mal vorbereitet. Das hätten wir eigentlich viel früher aufstellen müssen, unser Bierlabor. Okay, das heißt, das könnte da super dran passen. Dafür habe ich nämlich auch schon was vorbereitet. Ah, und zwar kostet unser Labor ja immer noch so ein bisschen Osmium. Und so ein bisschen Superlegierung. Ein bisschen mehr Superlegierung. So einer zu viel. Und einmal Alu. Das haben wir drin. Trink nochmal einen Schluck. Das ist auch so praktisch wieder hier am See. Unser Wasserfilter. Donk, donk. Au, au, au. Au, donk. Au, 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 au. So. Das heißt, das würde jetzt direkt hier rankommen, wenn wir uns noch ein Alu aus dem Schrank nehmen. Aber auch nur dann. Aber wir haben Zeit, Leute. Wir haben alle Zeit. Es hetzt uns hier keiner. Wird gemütlich aufgebaut und dann wird gemütlich erkundet. Übrigens gemütlich erkundet. Ich habe auch überlegt, dass wir vielleicht, weil es da oben die ganze Zeit schon so uns anlächelt, dieses Wrack uns da oben direkt nochmal angucken, was hier gleich oben drauf liegt. Da waren wir ja noch nicht drin. Könnte man nochmal vorbeischauen. Wir haben nur einmal im Vorbeifliegen die goldene Kiste, glaube ich, schon vom Dach geholt. Ja, die haben wir schon geholt. So, einmal raus. Von außen anbauen ist, glaube ich, einfacher hier. So, jetzt ist doch schon wieder abends. Da kriegen wir gleich ein bisschen von der schönen Lichtstimmung mit. Mal gucken, warte. Wie ist jetzt auf einmal die eine Superlegierung ver... Eben gerade drin konnte ich es noch bauen. Okay. Mysteriöse Dinge. Schon wieder. Ja, genau. Moment, wie können wir jetzt sehen? Na egal, wir setzen das jetzt so hier ran. Wo ist der Schreibtisch? Auf der Rückseite. Oder vorne. Egal, passt auf jeden Fall so. Jetzt können wir dann noch hinten weiter raus, würde ich sagen. Noch das Lager dran direkt, ein großer Raum. Ja, hier geht dann unser Gang weiter raus. Das sowieso. Und gegenüber, auf welcher Höhe geht es dann los? Ja, dann auch schon hier vorne halt. So. Da kommt dann unser erster Biodom jetzt dran. Das müsste jetzt schon passen. Von der Entfernung. Alles klar, Leute. Super. Da kommt unser erster Biodom dran. Das Lager fürs Labor müssten wir auch schon aufstellen können. Titan, Eisen und zweimal super.
Guck mal hier. Muss man sich schon hier draußen unsere Beleuchtung noch so ein bisschen vorstellen schon. Ah, gehen wir mal ganz gemütlich langsam durch hier. Wie gesagt, jetzt draußen noch Lichter, die vielleicht auch von unten hier so ein bisschen reinleuchten dann. Und mal gucken, hier drinnen eventuell dann auch noch. Vielleicht sogar passend zu dem, was draußen vor dem Fenster steht. Solange wir an den Reaktoren vorbeilaufen, ist ein bisschen grün und hier kommt also ein bisschen oranges Licht. Oder genau gegengesetzt, mal gucken. Ah, super. Gefällt mir das. So, hier kommen wir rein. Passt so. Vor allem, wenn der Schreibtisch ist, sogar super. Wenn das Lager nämlich hier hinten dran kommt, ist das gleich passend. Das heißt, großer Raum, aber so rüber. Tada! Sehr schön. Nächstes Lager. Hier können wir jetzt noch alles reinpacken, was wir drüben oder im Eingangsbereich nicht untergekriegt haben. Das kriegen wir auf jeden Fall hier rein. Saatgut, auf jeden Fall auch alles, alles für den Nahrungszüchter. Nahrungszüchterraum. Das könnte natürlich auch... Wir machen mit einem Abstand von einem... Nee, anders. Das wird das Lager direkt hier dran. Und Nahrungszüchterraum setzen wir dann aber auch schon hier vorne an, würde ich sagen. Auch nach der Seite raus. Genau jetzt hier, mit dem Abstand von einem. Noch einen vorne ran. Haben wir noch? Haben wir noch? Ist das Superlegierung, Leute? Nee, ist Osmium. Ist Osmium. Alles gut. Ist bloß Osmium. So, und ab hier... Da müssen wir halt noch einen weiter. Da würde irgendwas... Kommt dann ein Nahrungszüchterraum? Können wir noch eins? Nee, können wir nicht. Da kommt der Nahrungszüchterraum dann ran. Aber Glas können wir schon mal hier nochmal einbauen. Oh, das... Jetzt natürlich gerade besonders cool Lichtschirm mit dem Osmium. Schauer. Ah, wie gut, Leute. Wie gut. So, was brauchen wir jetzt für unser... Jetzt brauchen wir natürlich die besseren. Da müssen wir einmal nach Hause. Superlegierung haben wir noch hier. Das heißt, wir bringen auf jeden Fall schon mal mit... Ja... Wir müssen ja sowieso erstmal einbauen und dann den Ring drumherum noch, bevor wir und dann noch nach oben die nächste Etage, bevor wir den zweiten überhaupt aufsetzen können. Das heißt, es würde auch reichen, wenn wir Material holen für ein Biodom erstmal. Aber was wir hier haben, haben wir hier. Wir holen erstmal genug für zwei, also sprich vier Dünger, vier Bakterien und zweimal Schwefel. Vorher nochmal einen Schluck trinken. Und ab nach Hause. Wobei, was heißt zu Hause? Wir haben jetzt mehrere. Zu Hause 172. Oh, es ist gut, Leute. Gleich kriegen wir das Pulsarquarz-Rezept. Da werden wir dann ein paar auf Reserve erstellen. Und ich werde auch offscreen. Einfach, wir werden drei Schränke davon mindestens voll haben. Eigentlich sollten wir kurz warten, bis das fertig ist, wenn wir zu Hause sind auch. Weil unsere Stromversorgung wird auch knapp. Mit Sicherheit. Wir haben jetzt schon wieder einiges gebaut. So. Reicht schon so viel, dass wir es mit einmal gar nicht mehr mitnehmen können. Weil da auch mittlerweile jetzt ein dritter Extraktor arbeitet. So, einmal zurück. Ja, und dann warten wir jetzt kurz, dass das da oben die zwei jetzt noch bis 175. Weil, dann können wir uns gleich ein paar Pulsarquarze herstellen und erstmal, wie gesagt, die nächsten Kraftwerke nämlich oben aufstellen. In unserem kleinen Kraftwerksbereich hier oder im kleinen Kernfusionsreaktorraum, den wir ja oben haben. Super Sache, sehr schön, Leute, so geht das so gut. Das wird erst gut, wenn wir hier dies alles mit Teleportern dann wirklich verbunden haben. Könnte man dann ja auch schon anfangen, den ersten dann aufzustellen. Erstmal Stromversorgung sichern, dann schon mal Teleporter aufstellen. Gucken, wo der hier hinpassen könnte. Könnte der vielleicht sogar hier vorne einfach in die Ecke noch so? Hier vor, das wäre natürlich super. Weil ich ihn hier so ein bisschen reinquetschen könnte noch. Okay, also, wir haben erstmal ganz viel Iridium mitgebracht. Passt das überhaupt noch in den Schrank? Ja, wir machen lieber nochmal einen Stab. So. Das kommt alles hier rein. Wenn wir zu Hause sind, kümmern wir uns gleich um die Ernte. Und dann brauchen wir auf jeden Fall am See einen Nahrungszüchterraum mit den Nahrungszüchtern T2 dann. So, ein paar Pilze nehmen wir hier nur mit für uns zum Futtern und Böhnchen. Und die Schränke hier oben sind, naja gut, Pilze sind auch nicht mehr ganz voll. Dann sollten wir vielleicht gar nicht so viel Pilze futtern. Wie sieht das hier drüben aus? Auberginen sind gut, da ist noch einmal frei und Kürbis ist voll. Dann essen wir doch lieber die gute Kürbiskraft. Wenn der Schrank noch voll ist für uns zum Futtern. So,
Alles klar, das haben wir. Wir essen noch gleich was davon. Mmh, lecker. So geht's. Nur mit der Kürbiskraft wird was geschafft. Wie sehen hier die Vorräte aus? Super, dann nehmen wir uns ein bisschen was mit gleich von hier an den See. So, noch ein Punkt, Leute. Noch einer. Was wollte ich noch? Irgendwas wollte ich noch machen, jetzt außer zu warten. Vorräte schnappen. Was war's? Nee, nichts, wir warten jetzt. Wir bauen jetzt die Reaktoren auf. Schneller. 6 Millionen 111.000. Das ist schon echt gut. Ach ja, ich wollte schon mal einpacken. Genau, wir brauchen ja jetzt gleich für ein Biodom. Wir brauchen 4 mal Dünger, hatten wir gesagt, für 2. 1, 2, 3, 4. Und 4 Bakterien waren es. 1, 2, 3, 4 und 4 Superlegierungen. Moment, Inventar nicht so vollpacken. Wir wollen gleich Reaktoren bauen. Und Superlegierung. Quatsch, Pulsarquarze. Pulsarquarz war immer ein Iridium, ein Uran, ein Osmium. War es auch Superlegierung oder war es jetzt nur noch das Zeolit? So. Oh. Jetzt kommt es mir vor, als wenn das ewig dauert, die letzten paar Punkte da durchlaufen. Aber egal, können wir gleich aufstellen. Wir müssen, glaube ich, schon mal vorsorglichen Uranstab klein machen und auch schon mal vorsorglichen Superlegierungsstab klein machen. Oh, 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 oh. Was kostet der? Der kostet wieder Superlegierung. Stäbe. Egal, wir machen trotzdem erstmal einen. Lass mich hier rüber. Aber kann ich das nicht einsammeln? Hallo? Ich kann es nicht einsammeln? Oh nein. Warum nicht? Ah, jetzt. Ah, die Maschine war kurz kaputt. Hat sich irgendwas verklemmt vom Uran? So, super. Da war's. Leute, das Pulsarquarz-Rezept. Jetzt müssen wir nochmal schnell gucken. Was brauchten wir? Brauchten wir auch Superlegierung? Nee, wir brauchen Methankartuschen brauchen wir jetzt und keine Superlegierung. Superlegierung gar nicht. Alles klar. Iridium, Uran, Osmium, Zeolit. Dann kann das hier rein. Das passt ja. Uran raus. So, nehmen wir uns gleich mal mit. 4 Uran. 4 Iridium. 4 Osmium. Oh, wie gut, Leute. Die Stromversorgung läuft und die Teleporter kommen jetzt. Dann haben wir auch gleich eine Verbindung von hier zum See. So, 4 davon. Eins. Zeolit habe ich vergessen. Da habe ich nur einen geholt. Nochmal 3. Das ist so gut, Leute. Das ist so, so gut, dass wir das jetzt herstellen können. So, was brauchten wir? 5 Stück für einen Reaktor immer. Ja, wir machen erstmal nochmal einen. Und 4 Superlegierungen. 1, 2, 3, 4. So, einmal nach oben wieder durch unseren guten Drehwurmturm. Wir sind ganz oben und da hinten müssen wir hin. Ich finde es so super. Jetzt haben wir da keine Sorgen mehr. Und wir können anfangen, wirklich alles mit Teleportern dann zu verbinden. Ich meine, jetzt reicht ja erstmal so, dass wir 2 Teleporter aufstellen können. Wo kommen die nächsten? Die nächsten kommen dann hier. Yep. So ungefähr von der Ausrichtung. Das sieht gut aus. Sehr schön. Nächster Kernfusionsreaktor läuft. Ach nee, ist richtig. Wir können jetzt oben rausklettern. Jupp. Und aufs Dach. Sammeln wir gleich ein paar Methankartuschen. Die brauchen wir dann jetzt wohl öfter. So, Abflug. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal, wie viel Strom wir jetzt schon wieder in Reserve haben. Das dürfte erstmal wieder gut aussehen. 1900, knapp 2. Super. So, Methan zurück. Ich würde sagen, jetzt Teleporter. Erstmal 2 Stück. Wir brauchen also für einen Teleporter immer 3 Pulsarquarz. So,
1, 2, 3, 4, 5. Wir machen erstmal jetzt hier komplett ein Iridiumstab klein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iridiumstab klein machen. Vielleicht brauchen wir auch in der anderen Basis noch einen Schredder am See. Aber da haben wir ja jetzt im Laborlager noch genug Platz in der Mitte. So, 2, 3, 6. 6 hatten wir gesagt, ne? 3 mit dir in den Schrank. So, 6 Osmium und 6 Zeolit. Und 6 Methankartuschen. Das passt gar nicht alles in der Tasche. Müssen wir eben den Dünger rausschmeißen. 2, 4, 6. Müssen nochmal mit Sauerstoff rausschmeißen. So, alles klar. Das ist dann genug an Pulsarquarz für 2 Teleporter. Sechs. So. Und dann brauchen wir jetzt zweimal nochmal Osmium, nochmal zweimal Zeolit. 1, 2. Jetzt nehmen wir wieder alles mit. Und 2 Osmium. Und 2 Superlegierungsstäbe. Die sollten wir aber auch noch haben. Gerade so. Okay. Wir haben alles dabei, um 2 Teleporter aufzustellen. Und unsere ersten beiden Basen zu verbinden. Wie gut, wie gut, wie gut, wie gut. Ich hoffe, der passt jetzt irgendwie hier in die Ecke. Aber wahrscheinlich nicht. Doch. Halt, nur nicht so. Der passt genau hier noch neben. Ist das gut? Weil er kann ja nur draußen stehen. Wie heißt denn die Basis hier? Sandfälle. Sandfälle. So, okay, jetzt müssen wir noch einmal zu Fuß rüberfliegen. Einmal zu Fuß fliegen. Und dann... jeder fliegt doch zu Fuß ab und zu mal. So. Und dann haben wir uns die Teleportverbindung. So, Moment. Biodome habe ich mitgenommen, ne? Was fehlt uns da noch? Superlegion. Die haben wir aber... Nee, und Schwefel. Und Schwefel. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Schwefel haben wir auch nicht. So, weil ich möchte zumindest den ersten Biodom und den Ring fertig kriegen. So, wir brauchen zweimal Schwefel jetzt noch. Ja, Superlegierung haben wir noch am See in der Basis. Und ansonsten haben wir alles dabei, um den zweiten Teleporter aufzustellen. Oh, wie schön. Ich freue mich vor allem auf, weil ich jetzt offscreen nicht mehr hin und her fliegen muss. Ich bereite auch offscreen dann immer schön was vor. Das macht es jetzt noch einfacher. Jetzt kann ich nämlich sämtliche Extraktoren nutzen. Einmal hierher gesprungen, durch die 4 durchgeguckt, zurück zum See, da die 4 leer gemacht. Nebenbei vielleicht nochmal hier reingeschaut. Wie gut. Wie gut. Der Weg zum Osmium darüber ist ja auch nicht so weit zum Extraktor. Hier unten haben wir unser Iridium. Ah, sehr schön, Leute. Müssen wir nur gucken, ob wir das schaffen, noch oben zum Wrack hochzugucken. Aber müssen wir ja auch nicht unbedingt jetzt noch schaffen. Ich möchte lieber den Biodom auf jeden Fall anbauen und... Ach so. Wir müssen noch ein Stück weiter raus. Sonst geht das gar nicht mit dem, dass ich... Ich will ja den Biodom in der Mitte haben. Und einen umlaufenden Gang. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen mehr Abstand nach vorne setzen. Wir müssen noch ein oder zwei Wohnabteile. Egal, wir haben genug Material. So, da sind wir. Teleporter für die Seebasis. Wo kommt der denn jetzt hin? Entweder direkt hier neben oder vielleicht sogar hier unter. Passt der hier unter? Das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne, dass wir hier ankommen. Ja, finde ich erstmal gut. Das heißt einfach erstmal nur See. Sehr schön. So, Biodom. Wir brauchen Superlegierung. Erstmal zweimal und dann brauchen wir wieder noch ein bisschen Eisen auf jeden Fall. Und ein bisschen Titan auf jeden Fall. Und vielleicht sogar wieder auch noch ein bisschen Kobalt. So, alles klar, weiter geht's. Das heißt, wir gucken jetzt auch mal von außen kurz wieder. Weil, wenn jetzt hier der Biodom kommt, müsste das schon der umlaufende Gang sein. Das wäre zu früh. Wir müssen also ein Wohnabteil weiter raus. So rüber. Ja, und hier können dann... Könnten wir jetzt schon mal eins so... Und eins so. Und vorne der Biodom dran. Mal sehen, hoffentlich werden wir nicht so weit nach, kommen wir nicht so weit nach hinten raus. So, ich schätze mal, wenn jetzt hier die
kommt, die Ecke kommt, ist das noch zu eng dran. Ja, das wird noch nix. Das heißt, wir müssen noch ein... Oh, Luft! Luft! Wir müssen noch ein weiter raus. Ajo! Das wird knapp. Luft! Was mir auch ein paar Mal passiert. Gerade wenn man so schön im Bauen drin ist und ein bisschen mal überlegen, wie es aussehen könnte. Ah, schon ein paar Mal beinahe wäre das schiefgegangen, auch offscreen. Oh Mann, das muss ich echt im Auge behalten. So, okay, das jetzt hier. Dann gehen wir jetzt. Moment. Noch ein bisschen Eisen, noch ein bisschen Titan, noch ein bisschen Kobalt. Hm? Nicht gleich alles. So, und noch ein bisschen. Haben wir noch ein bisschen Titan? Ja. So. Weiter geht's. Das heißt, jetzt ein normales Abteil muss erstmal noch drankommen. So, dann eine Ecke. Und weiter geht's hier. Eins. Ja, aber das wird gut, Leute. Ich denke, das wird gut. Oh, ich hoffe, das geht überhaupt auf. Das... Ach ja, das muss aufgehen. Weil hier haben wir nur ein halbes Wohnabteil, aber drüben haben wir ja auch nur ein halbes. Das heißt, zusammen haben wir dann wieder den Abstand von dem gesamten Wohnabteil. Das muss also aufgehen, einmal so rum. Und der natürlich komplett aus Glas. Dann haben wir also in der Mitte die Biodome. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass jetzt hier... Oder an den... Nee, doch hier, glaube ich, in dem Bereich würden wir es machen. Geht es nach oben. Zwei, drei Wohnabteile, dass wir eben den Abstand haben, dass wir dann den nächsten Biodom setzen können. Den nächsten Ring. Drei Wohnabteile nach oben. Nächster Biodom. Nächsten Ring. Drumrum. Und dann von außen haben wir dann halt... Weil das alles dann mit Glas innen und außen kann man ja von... Komplett bis auf den Biodom gucken. Und dann halt in die umlaufenden Gänge Wedge-Tubes rein. Und grüne Beleuchtung. So, wir gucken jetzt einmal, haben wir genug? Nee, haben wir nicht. Was wir aber nebenbei machen, ist den Krempel rausschmeißen. Sprich, die Sachen für die Baumaterial, für den Biodom. Sowas wird auch kurz mal hier zwischengelagert. Das war das, das war das. Ja, und das Schwefel noch. So, wo haben wir den her? Ach, aus der Methankarte. Methankartusche. Das ist jetzt Superlegierung, würde ich sagen. Ein bisschen essen und trinken nebenbei. Oh, das ist Superlegierung. Das ist super ungünstig. Komm, dok, 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 dok. Das ist sehr schön, dass wir jetzt gerade... Also erstmal passt es perfekt wieder, dass wir jetzt gerade Superlegierung kriegen. Das passt mehr als perfekt. Aber es ist ungünstig, dass wir jetzt gerade irgendwie hier am See stehen. Weil unter Wasser kann man die nicht gut sehen. Die Superlegierung, die haben auch schon alles voller Bäume hier. Ja. Guck mich, wie wir da jetzt überhaupt abkriegen. Oh, das war ein Schwefel. Ach, der ist doch vorher vom Osmiumregen. So. Also wir versuchen trotzdem unser Glück. Ja, ich hoffe, ihr hört mich wieder noch. Das war knapp. Ja, ein bisschen was kriegen wir trotzdem schon zusammen. Doch hier. Oh ja. Das ist super. Das ist super Legierung. Halt, lag dann. Nee. Da lag dann noch einer. Doch noch eine bessere Ausbeute jetzt hier, als ich auf jeden Fall schon mal dachte. Vor allem, weil es auch gerade dunkel war, aber jetzt passt es schon wieder mit der Beleuchtung hier. Oh, sehr schön. Super Ausbeute. So. Oh, sehr gute Ausbeute. Der Schrank ist voll. Wir brauchen auf jeden Fall hier auch einen Schrank für super. Wie gesagt, kommt alles dann in das Laborlager noch mit rein. Und daneben dann der Nahrungszüchterraum ran. So, ich würde sagen, reicht. Ich wollte nämlich eigentlich noch ein bisschen Eisen holen. Achso, ja, okay. Komm erstmal hier rein.
noch ein bisschen Eisen holen. Und zwar einmal nochmal gucken, wie es aussieht, wenn wir jetzt schon mal außen und innen Glaswände setzen. Und natürlich auch Glasböden weiterhin. So, hier weiter, hier weiter, hier weiter. Wieder hier kommen dann auch Glasböden rein. Hier auch. Und jetzt aber erstmal gucken. Hier wird es interessant. Glas in. So. Ach. Ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Eisen. Aber so. Und wenn dann da genug Beleuchtung ist, dann sieht man das auch von innen und... Also von außen und von innen sowieso. Aber vor allem von außen sieht man das dann auch, wenn wir auf unsere Basis zufliegen. Dunk, 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 dunk. Lass mich doch mal los hier. Ja. Der Biodom dann innen beleuchtet, die Gänge beleuchtet. Das wird gut. Und dann dreimal das Ganze übereinander. Unten drunter läuft natürlich die ganze Zeit die Plattform weiter, muss man sich vorstellen. Wir müssen das hier alles ausbauen mit der Plattform. Dass wir immer unter unserer Basis auch rumlaufen können hier. Und dann machen wir halt hier und da mal einzelne Zugänge, dass man nicht immer den ganzen Weg von hinten laufen muss. Hier würde sich zum Beispiel schon anbieten einfach. Haben wir da irgendwas vorgesetzt? Ja, das ist unser Lager, ne? Dann geht es hier nicht. So würde ich sagen, sowas würde sich super anbieten. Einfach hier eine Tür rein, Treppe dran, kann man von zwischendrin hier rein. Oder wir gehen an den Seiten einmal irgendwo raus, wo wir auch nochmal so einen kleinen Ausbau dran machen. Auf jeden Fall finde ich das so schon sehr gut. Das passt hier super ran. Dann das hier, dann kommt hier mit einem Wohnabteil weiter nach draußen der Nahrungszüchterraum ran. Der Biodomturm und nach hinten raus haben wir noch richtig Platz hier. Und hier oben drauf müssen auch irgendwie diesmal mehr Sachen. Mal gucken, oder es kommt viel Beleuchtung auch aufs Dach noch. Oh, das wäre natürlich auch gut. Beleuchtung einmal unten drunter und Beleuchtung auf dem Dach. Gefällt mir so auf jeden Fall schon sehr gut, die Grundidee. Ihr Lieben, okay, wir müssen langsam zum Ende dieser Folge kommen. Sehe ich gerade, wenn ich so auf die Uhr gucke, aber beim Bauen merkt man die Zeit auch nicht wirklich. Teleportverbindung steht. Der Biodom, der erste Biodomkreis hier ist angefangen von unserem Turm. Lager haben wir, kleinen Eingangs- oder ne, Arbeitsbereich haben wir hier jetzt auch. Es läuft. Sehr schön. Die Extraktoren hier, das passt auch. Stromversorgung vor allem. Und wir haben das Pulsarquad, das ist das Allerbeste. Und diese Teleportverbindung halt hier unten. Okay, die wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, ihr Lieben. Bleibt gesund und tschüss und macht's gut und bis zur nächsten Folge.